Oh, hallo. Schön, dass Sie mich gefunden haben. Mein Name ist Frank Katzenhagel. Ich bin Comedy-Zauberer und Moderator. Und ich sorge für gute Unterhaltung auf Ihrem Business-Event oder Ihrer privaten Feier. Was ich zu bieten habe, schauen Sie doch mal hier. Viele Unternehmer haben sich bereit erklärt und gesagt, okay, wir lassen uns mal so ein bisschen in die Karten schauen, wie wir mit einzelnen Themen umgehen, damit Sie daraus lernen, damit Sie das auch für sich an. Ich bei den beiden dann entsprechend bestelle und kaufe, dann habe ich noch zusätzlich den Nutzen. Und das, denke ich, ist ein Thema, da sollte jeder. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist im Prinzip etwas, was man in einem Saal gar nicht machen darf, das passiert jetzt. Wir brennen hier ein Feuerwerk ab, ein Feuerwerk der Rhetorik. Wenn Sie das jetzt beeindruckend fanden, und davon gehe ich mal fest aus, dann wird Ihnen Frank Kaczmarek erst recht zusagen. Der 45-Jährige aus Bielefeld hat noch ein bisschen mehr drauf und zeigt seine Tricks und Kunststücke sogar am New Yorker Broadway. Wir haben den rasenden Magier einen Tag lang hier begleitet. Okay, Achtung. Frank Kaczmarek im Einsatz. Und zwar mit einem Löffel im Mund. So zauberhaft mag es der Bielefelder am besten. Machen wir es richtig, ohne Hände. Ohne Mund. Gehört. Achtung. Okay, und wissen Sie was? Sie können das Ganze, wenn Sie möchten, auch mal gerne mit einer Gabel probieren. Und wie ich ein kleiner Junge war, gab es bei uns in Bielefeld einen Laden, der hatte dieses Puzzle da stehen. Ein Puzzle in einem wunderschönen Rahmen. Ich darf mal vielleicht den Rahmen in die zweite Reihe geben. Sie dürfen drauf aufpassen. Bitte schön, Sie können den auch kontrollieren. Bitte sehr. Ich bin zu dem Mann gegangen und habe gesagt, Mensch, wie kann ich mir diesen Puzzle Wunder verbringen? Er sagte, Frank, das ist ganz einfach. Bau einfach das Puzzle auseinander und versuche, ob du es wieder zusammenkriegst. Und dann hast du für dich ein ganz persönliches Wunder geschaffen. Meine Damen und Herren, ich habe das Puzzle genommen. Ich bin nach Hause gelaufen, so schnell ich konnte, habe die Teile auseinandergesetzt und habe angefangen zu puzzeln. Ich habe überlegt, wie kann das alles zusammenkommen? Vielleicht können wir dieses Teil hier hin machen, ich weiß es nicht. Doch, das sieht gut aus. Das nächste Teil packen wir hier oben hin. Ich habe gepuzzelt. Ich wurde immer schneller, meine Damen und Herren. Und irgendwann war ich dann soweit, ich hatte das Puzzle wieder gelöst. Ich war ganz stolz, bin zu dem Mann zurückgelaufen. Er hat gesagt, ich habe ein Wunder vollbracht. Nein, sagt der Frank, das war kein Wunder, denn ich habe eins vergessen. Ein wichtiges Teil habe ich dir noch gar nicht mitgegeben. Meine Damen und Herren, ich bin wieder so schnell, ich konnte nach Hause gelaufen. Ich habe überlegt, wie kann ich dieses Teil hier unterkriegen? Ich habe an dem Puzzle gebaut, ich habe gefummelt. Ich denke, wenn du das hier vielleicht wegnimmst, das hier vorne hin, komm, dann schiebst du das hier runter. Ungefähr so. Okay, du baust das nächste Teil hier vorne hin. Und meine Damen und Herren, ich hatte plötzlich gesehen, das Puzzle war wieder fertig. Ich bin zu dem Mann zurückgelaufen. Ich habe gesagt, danke, großer Meister. Ich habe an mich geglaubt, ich habe es geschafft, ich habe ein Wunder vollbracht, sagt der Frank, das war nur ein kleiner Teil. Glaub an dich und dann schaffst du es auch, dass du vielleicht das nächste Teil in das Puzzle baust. Ich bin so schnell, ich konnte wieder zurückgelaufen, meine Damen und Herren. Ich habe überlegt, wo kriege ich dieses Teil hin? Ich habe lange gefummelt, ich habe lange überlegt. Plötzlich kam mir die Erlösung. Ich denke, schieb das einfach hier rüber. Dann hast du das Puzzle wieder fertig, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu Ihnen. Sie haben den Rahmen die ganze Zeit erhalten. Und das war mein persönliches Wunder. Der Rahmen hat sich nicht verändert. Sie haben darauf geachtet. Ich habe zwei Teile hinzugefügt. Ich habe das Volumen vergrößert, meine Damen und Herren. Und trotzdem ist es immer noch mein Puzzle, das in den Rahmen passte. Und damit mein persönliches Wunder. So, und aus damit. Noch mehr gute Unterhaltung gibt es natürlich dann auf Ihrer Feier. Und wenn Sie noch mal Informationen brauchen, kein Problem. Die finden Sie hier.